Häuser ohne Heizung. Ich habe da eine Folie. Robert Triazzacchi hat diese Life Cycle, das heißt Cycle von der Idee bis zum Produkt. Also beim iPhone wissen wir, ist der Zyklus irgendwie 6 bis 12 Monate, bis ein neues Gerät da ist von dem Grundsatz. Also das ist in der Industrie. Übrigens im Schulungswesen geht es 30 Jahre und in der Verwaltung, wenn da ein paar Verwaltungsmenschen da sind, geht es 40 Jahre und der Bau schafft es tatsächlich, dass er 60 Jahre braucht. Und deshalb haben wir ein bisschen länger. Ich möchte Ihnen nur ganz kurz einige Häuser zeigen, die wir gemacht haben mit solaren oder passivsolaren Geschichten und also Plus-Energie-Gebäude. Das sind mal 236 Wohnungen in Graz. Auch mit PV schon in der Fassade und auch da noch mit Solarthermie. Ich gehe ganz schnell durch, nur dass Sie sehen, das ist nicht etwas, was es noch nicht gibt, oder? Also, das ist auch eine Sanierung in Erfurt, ein Landeshauptgebäude, auch ein Gebäude. Dann ist hier eine Bezirkshauptmannschaft, alles jetzt mit so passiv-solaren Teilen. Das ist in Linz eine Sanierung 2006, ist auch schon ein paar Jahre her. Da sehen Sie das Gebäude vor der Sanierung. So sieht es nach der Sanierung oder Modernisierung aus. Das ist in Solar City, auch in Linz, Neubaugebäude, wo Sie sehen, das ist eigentlich nicht groß anders, ein normaler Konstruktion, vorgehängte Fassaden. Ebenfalls da als Passivhäuser, aber dann noch mit solaren Komponenten, eigentlich Plus-Energie-Gebäude. Das ist dann das erste Gebäude, das wir uns hingewagt haben und gesagt haben, wir bauen das komplett heizungsfrei. Das heißt, keine Luftnacherwärmung, keine Heizkörper in den Wohnungen. Das ist in Mosch in der Schweiz. 60 Wohnungen immerhin, innenstädtisch. Sie sehen hier die Lage, oder diejenigen, die das Gefühl haben, ja, das geht ja, wenn es nur irgendwo in der Prärie ist, oder? Also innenstädtisch, unten drunter ein riesen Parkhaus und Einkaufscenter. Sie sehen hier, so sieht das Haus heute aus, so hat es ausgesehen, also da ist ein bisschen ein Punkt. Hier ist einer der Schlüssel, ist natürlich, wir konnten diese Superbalkone, die als Abfallsackreservoir und Taubennistplätze, tut mir leid, den Tauben haben wir die Nistplätze weggenommen, die konnten wir integrieren, also 1,20 Meter breit, eigentlich, wenn sie da dämmen und so, nicht mehr benutzbar, und die haben wir dann integriert, so sahen die Wohnungen aus, so sieht es von außen aus, so von innen, also das ist ein Standard. Wir konnten durch diese Maßnahmen das günstiger machen, als wenn man es klassisch saniert hätte. Also das, wir haben Mieter, die haben Mieterhöhungen gehabt von 60 Franken im Monat. Die mit dem wenigsten und die mit den meisten 200. Also das ist, und bewohnt, wohlverstanden, haben wir die 60 Wohnungen da umgebaut. Da gibt es übrigens auf unserer Webseite eine schöne Analyse vom Bundesamt für Energie. Und dann hier noch das Gebäude, das ich Ihnen zeigen wollte, in Biel. Da laufen Sie vielleicht vorbei. An der Bahnhofstraße, Karl-Neuhaus-Platz. Da mit einem Vertikalgarten, dass man auch ein bisschen austransportiert, wie das Gebäude funktioniert. Das ist ein Plus-Energie-Gebäude mit Verwaltung und oben Wohnungen, dass ein Plus-Energie-Gebäude ist, auch ohne Heizung. Dürfen wir hier stoppen? Ja. Also Green Cities, ein zaghafter. Ich möchte dich ermutigen, weiterzufahren. In Mailand haben sie jetzt bereits ein Vollgrünhaus, oder es gibt weitere Harvard-diplomierte Häuser. Vielleicht haben sie oben dann ein, zwei Fotos aufgehängt, die also auch noch in der Formgebung wirklich nicht nur Würfel. Oder die Architektur hat seit 30 Jahren den Würfel erfunden, neu erfunden und wieder erfunden. Wir können nicht weiter. Und es gibt einen der Architekten, Kämpfer, der es aufgegeben hat, in der Raumplanung zu arbeiten und gesagt, ich mache wieder Beispiele. Was wir dem Boden entnehmen, müssen wir wieder ins Gebäude zurückgehen. Ich möchte dich ermutigen, weiterzufahren. Nicht nur so kleine, zaghafte Grüne für dieses geniale System. Noch eine Frage, seit wann ist Mosch?
Was ist jetzt? 4 Jahre. 4 Jahre. Schönen Dank. Hat es schon mal vor? Wie? Doch, er hat geheizt. Also in dieser Zeit, also wenn es minus 23 Grad draußen ist, im Februar vor einem Jahr, hatten wir ja längere Perioden mit minus 20. Es ist noch nie eine Wohnung in einem Raum, wir haben dort Messtechnik für 500.000 drin vom Bundesamt für Energie und wir haben keine Wohnung, die unter 23,2 Grad jemals ein Zimmer runtergefallen ist. Es ist natürlich nicht nötig und ich kann, du wolltest noch die Folien über die Dings sehen und das zeige ich jetzt trotzdem noch. Und aber ich möchte Ihnen noch kurz sagen, dieser Garten, der ist schön, der gefällt mir und ich wollte den unbedingt machen. Aber der ist energetisch natürlich nicht das Grüne von mir. Also da muss ich dir sagen, das ist natürlich der Schlüssel. Man muss immer zwischen schön und allem überlegen. Also was ist jetzt was und wo ist was wert? Ökologisch notwendig. Ja, ja. Also ich habe nichts gegen Grünflächen, aber es muss nicht zwingend nur an den Fassaden sein. Also da gehe ich jetzt durch, da so haben wir es gebaut. Übrigens, die Raststätte Grauholz ist auch ein Plus-Energiegebäude ohne Heizung. Die haben wir auch gebaut und in Betrieb genommen. Und was Sie da noch sehen, ist ein Elektrobus. Und da kann ich Ihnen noch was sagen dazu. Ich hoffe, es ist niemand vom Kanton da, sonst hasst mich dann Barbara Ecker. Wir wollten hier überall Elektroladestationen machen, kostenfrei. Und hier für Busse und Karre. Und die durften wir nicht, weil der Kanton hat der BKW ein Exklusivrecht zugesprochen und der BKW macht nichts. Also auch die Tankstelle hier wollte das auch machen, aber nur so viel am Rande. Und das sind noch Einfamilienhäuser ohne Heizung und da möchte ich Ihnen auch noch ein Element zeigen, dass da hier dieses Pseudofenster ist die Warmwasseraufbereitung. Auch rein Passivsolar, das sind dann noch neuere Punkte, die es braucht. Da gehe ich jetzt alles darüber, das noch vielleicht für die Kollegen, die Mobilität und alles machen. Das ist in Frankfurt ein großes Haus, auch innenstädtisch. Sie sehen alles PV, da hat der Mieter den Strom vom Gebäude. Er bekommt, hat innen drin gibt's nur Sharing-Konzept, also das heißt kein Parkplatz für ein anderes Auto, das ist ein urbanes Projekt. Das heißt, es gibt nur Sharing und jeder Mieter hat ein Kontingent an den Fahrzeugen, das er frei buchen kann. Das ist ein erstes Projekt in diese Richtung. Da sind dann andere Projekte, wo wir das auch machen. Und jetzt komme ich noch zu den Fassaden, wie funktioniert das? Und Sie sehen, das ist ein passiv-solares Teil, das heißt, das ist sowas von simpel. Das ist eine Kartonwabe und eine Kartonscheibe, also das ist nichts. Also das ist wichtig, das ist ein Glas, ein Karton und da hinten kommt dann die Wand. Und Sie sehen hier, was der Unterschied ist, wenn man mit der Sonne arbeitet. Also das ist eine 100 mm Dämmung oder eine 260er Dämmung. Da ist das dann rein eine Frage, wie das zeitlich verschoben abgegeben wird. Sie sehen hier, das wäre der U-Wert, diejenigen, die sich auskennen, von dieser Wand, relativ schlecht. Durch die passiv-solaren Wirkung gibt es einen dynamischen U-Wert und da sinkt der U-Wert schon auf 0,17 runter. Das heißt, dann ist es noch Orientierung, wo ist das? Also das ist jetzt in Nord. Und Sie sehen, wenn Sie da jetzt in Süd oder Südost, ist noch besser, wenn Sie da schauen, ist der U-Wert schon negativ. Nur mit 100 mm Dämmung oder eine Wand. Also das heißt, eine 16 cm starke Wand hat schon auch in dieser Orientierung einen negativen U-Wert. Und dann ist das natürlich so, dass da ist eigentlich die mit viel Dämmung sogar schlechter. Ist natürlich aber im statischen Bereich ist sie besser und auch hier ist man sehr viel tiefer. Und da sehen Sie dann eine Winterlast, wie sich das eigentlich ändert. Und das ist dann die Erklärung. Ich sage jetzt immer, wenn Sie dämmen, nur alleine, der Tee in der Thermoskanne, das weiß jeder Idiot, oder? Also in der Schweiz, weil jeder mit den Eltern hat der Schiene gefahren gegangen und hat Tee bekommen früher oder Kaffee. Der wird kalt, das ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn man weiß, wie Wärmewellen funktionieren, ist das logisch, dass wenn Sie wirklich, wie Sie sagen, wir haben jetzt einen Monat minus 20 Grad, dann nutzt keine Dämmung mehr was. Irgendwann kommt die Kälte rein und die Wärme geht raus und es braucht eine Aufladung.
Und hier sehen Sie, dass der Wärmeeintrag und Verlust, dass das selbst unabhängig von der Stärke jedes Mal sich auflädt. Und im Winter, wenn Sie im Tag wieder warm haben, in der Nacht kalt, da funktioniert auch Dämmung, aber mit langer Zeit dann nicht mehr. So, und hier sehen Sie nur, zum Sehen, wie sich das verhält, dass ein Karton ist als Widerstand und Sie sehen hier in der Tiefe, also in 3 cm oder 5 cm Tiefe, in Abstand, kriege ich da 80 Grad in einer scheiß Kartonwabe drin. Oder? Also, die meiste Energie lüften wir eigentlich weg und so weiter. Also das ist eigentlich, mit dem möchte ich hören und zum Podium übergehen. Da sind nämlich sehr viele spannende Geschichten, wo wir auch viel machen.